Hallihallo, meine Freunde, und willkommen zurück zu einem neuen Let's Play von Shakes and Fidget. Und ja, ich habe jetzt heute wieder keinen Gast dabei, weil es ist irgendwie alles sehr, sehr kurzfristig, dass ich das hier aufnehme. Denn ich bin erstmal vorhin fast weggeratzt. Und ja, da hatte ich halt jetzt nicht so die Zeit, noch irgendwen rauszusuchen, mit dem ich zusammen aufnehmen kann. Deswegen heute mal wieder alleine. Das Video kommt eh schon zu spät, weil ich einfach im wahrsten Sinne des Wortes es eigentlich verpennt habe. Weil ich fast geschlafen habe. Ich lag so im Halbschlaf, aber naja, das hat jetzt hiermit auch recht wenig zu tun. Denn jetzt werden wir erstmal das machen, was wir immer machen. Und zwar einen tollen Arena-Kampf. Mal hoffentlich, dass wir ihn gewinnen. Verdammt, ey. Ich könnte mal skillen hier, das wäre mal was, wa? Hätte ich nächstes Geld dran, würde ich schon auf 8000 zur Stärke kommen, aber habe ich leider nicht. Dann kann ich auch mal Ausdauer skillen. Ich habe eh viel zu wenig Ausdauer eigentlich. Und joa. So, ich muss mal kurz überlegen, was man denn reden kann. Joa, ich hatte am Wochenende Bandworkshop, das hatte ich irgendwann schon mal erwähnt. Ich weiß gar nicht mehr wann. Und joa, mir hat es sehr Spaß gemacht, aber ob es euch jetzt so interessiert, weiß ich auch nicht. Und ja, dann probieren wir erstmal jetzt ein Dungeon, würde ich mal sagen. Und zwar hier, des Teufels Advokat. Na, ich glaube, den schaffe ich noch nicht. Dafür brauche ich schon den Trank. Sonst wird das nichts. Dann probieren wir noch einmal den Turm. Und dann war's das. Mit diesem Server. So, ich hatte in den letzten Tagen sehr, vor allem auch wegen dem Bandworkshop, eigentlich am Wochenende kaum Zeit zu spielen. Ich habe irgendwie immer am Tag nur so 30 Alu höchstens. Weil ich einfach gar keine Zeit hatte. Oh mein Gott. Und ja, deswegen ist jetzt auch am Wochenende ein bisschen Alu mal wieder verloren gegangen, aber boah, ist nicht so schlimm, würde ich jetzt mal behaupten. So, hier S30, auch ein guter Server. Ja, es hat sich ein bisschen was verändert, nämlich aus Tier Resurrection wurden jetzt alle gekickt. Terra ist ja eh inaktiv geworden und ja, jetzt, der Halbgott hat mir eine Einladung geschickt. Und ich bin gleich in seine Gilde Gangnam-Style beigetreten, einfach nur weil, ja, Gilde haben ist halt geil, ne? Und deswegen bin ich da mal beigetreten. So, ich kann heute ja spülen, ist das awesome. Packen wir den Shit hier rein. Kriegen Shit wieder raus. Packen Shit weg. Gehen wieder in die Toilette. Mein Gott, wie ich das kommentiere, geil, nein. Und ziehen an der Spülung. Und es kommt Scheiße. Wer schmeißt so einen Kack in die Toilette? Okay, jeder beliebige andere Spiel, aber trotzdem. Ach, Mann. Ich hasse das, wenn man nur so Kacki kriegt. Oh mein Gott, hier fehlen mir Tränke. Kommt doch davon. Weil ich den letzten Tag. Oh mein Gott, ich bin irgendwie ganz schön verschleimt. Das ist gar nicht gut. Sowas ist immer nicht so toll. So, hier, das können wir gleich mal. Ey, das hier können wir gleich mal kaufen. Reinpacken. Mal gucken, was das hier ist. Ne, so Stärke-Kaki. Das sowas brauchen wir nicht. Oh, hier ist noch ein schöner Geschickgürtel. Oh, schöner Geschickgürtel. Aber so richtig. Den holen wir gleich mal. Der hier kommt dann gleich weg. So, haben wir sonst noch irgendwas? Schönes Geschick. Ne, die brauche ich nicht. Oder, oh. Ach, ein bisschen kann ich noch behalten. Bisschen. Aber nicht mehr so lange. So, The L wird jetzt hier einmal verprügelt. Es ist grausam schief gegangen. Ach so, ja, fehlt mir noch der Ausdauertrank. Ist ein bisschen blöd. Ich kann trotzdem mal ein bisschen auf Ausdauer skillen, weil ich habe irgendwie fast nur auf Geschick geskillt. Das ist wirklich schon, ja, nicht mehr normal hier. Ich habe 16 Mal mehr auf Geschick geskillt anscheinend. Also wenn man das überhaupt so rechnen kann, was ich zu bezweifeln wage. So, oh mein Gott. Mann Gott, dass mir das immer jetzt in letzter Zeit passiert. Ich habe Minecraft aufgenommen, genau. Und zwar ein neues Projekt, was bald kommen wird. Könnt ihr euch schon mal darauf freuen, wa? Also, das wird auf jeden Fall richtig geil. Und deswegen habe ich noch 12-Minuten-Parts eingestellt. Ja, die Parts werden 12 Minuten. Da habe ich jetzt schon was angedeutet hier. So, 1000 Ausdauer, 1000. Das ist doch mal eine super Nachricht, würde ich mal hier behaupten. Joa. Ich bin irgendwie nicht so ganz wach. Aber passt schon, wa? Irgendwie muss man's ja schaffen. So, dann probieren wir nochmal Dungeon. Ich hab's keinen Bock, noch mehr zu skillen. So, wer würde denn als nächstes? Der Höllenzyklop oder der grausige Giftgremlin? Probieren wir einfach mal hier den grausigen Giftgremlin.
Mit Ausdauertrank. Oh mein Gott! Wie geil ist das denn? Ich dachte doch so, ja, so wird das jetzt nichts hier. Ausdauertrank, das passt. Und jetzt klatsche ich den so weg. Oh mein Gott, mein Kacksammelalbum. Oh mein Gott, und so eine viel geilere Waffe. Aber die Spanne ist kacke, aber trotzdem schon mal besser als das Ding hier. Naja, und jetzt kann ich ihn so ins Klo schmeißen. Naja, passt schon. So, dann hier ist 25. Haben wir auch noch was zu erledigen? Nämlich das Übliche wahrscheinlich. In letzter Zeit habe ich nichts Spezielles, so was ich in die Videos packen könnte. Aber ja, das ist halt Shakes and Fidget. Bisschen auch normal immer, aber boah, also mich stört's nicht. Wenn es euch stört, ja, dann kann ich leider auch nichts dagegen machen. Ich würde gerne was dagegen machen, aber ja, bald kommen auch neue Sachen, Updates und alles. Dann wird's da auch noch mal ein bisschen mehr in die Videos kommen. Das wird dann auch ein bisschen noch mal ein bisschen geiler, wa? So. Ach, ich muss jetzt hier auch noch eine Arena-Kampf machen. Ja, ich weiß gar nicht, was für Tränke ich drin habe. Sieht nicht allzu knorke aus. Naja, gar nichts. Oh, ii. Das wird dann wahrscheinlich hier auch nichts. Oh, naja, das wird eh nichts. Das wird eh nichts. Aber ich kann ja schon mal alle meine Begleiter ein Level noch hochpushen. Mann, es dauert hier auch nur noch 9 Level bis zu Level 200. Ach, Level 200 mit dem Charakter, das ist natürlich schon geil. So, hier, okay. Ja, mein Ein-Gratis-Versuch haben wir jetzt benutzt, aber es ist nichts draus geworden. So, jetzt hier S9 in Frankreich, das sind auch nur noch 25 Level. Dann habe ich Level 200. Also, das geht beständig voran. Also, ich weiß noch, als ich angefangen habe, da habe ich mir noch gedacht damals, als ich noch nicht mal Let's Played habe. Oh mein Gott, ich werde es nie schaffen, irgendwie so einen tollen, ganz hohen Charakter zu haben. Da hatte ich ja auch noch nicht so die Gedanken an darin, dass ich einfach sehr, sehr viel Spiel spiele hier. Aber ja, hat halt Spaß gemacht und jetzt bin ich hier und das ist super geil. Also es freut mich schon echt, dass ich diese Charaktere der so hohen Stufen habe. Also für mich sehr hoch und ich bin ja auch nur 100 Alu-Spieler. Und deswegen, also das feiere ich schon. Und jetzt hier leider nichts geworden. Ich habe hier auch nicht so die Knorkentränke drin. Der hier wird eh nichts. Aber einfach mal probieren hier. Ja, wer weiß, manchmal kommt der Ultra-Glücksversuch, der einfach so knorke ist, dass man alles wegboxen würde. Und ja, aber die sind halt auch recht selten. So, hier S28, da ist auch nicht mehr lange. Dann gibt es endlich das Special 90 Dungeon-Etagen. Ach, freue mich schon drauf. So, das hier ist der größte Ranz. Das kommt ja erstmal rein. Weg damit. So, zack. Dann hauen wir die nächste Quest rein. Also, welche denn? Ja, die hier. Ach, passt schon. Ich habe mich jetzt ein bisschen verguckt. So, mal gucken, was haben wir hier alles drin. Oh, gar keine Tränke. Das ist schon wieder super geil. Na, okay, eben nicht. So, aber jetzt ein bisschen was haben wir jetzt hier? Die Stärke? Ne. Sonst hier noch irgendwas. So, da ist es. Irgendwas hier? Nee. Aber einen Arena-Kampf machen wir trotzdem hier. Dima 53124, der war, glaube ich, auch mal in meiner Gilde drin. Und jetzt haut er mich eiskalt weg. Ja, der Klempner ist jetzt auch wieder ausgestiegen, also mit dem Gildenaufbau wird das nichts. War eine echt geile Zeit, wo die Gilde aktiv war. Da hat es mir echt super Spaß gemacht, aber naja, jetzt ist er nicht mehr da. War geil, jetzt ist es nicht mehr. Aber ja, zumindest bleiben gute Erinnerungen. Einigermaßen gute Erinnerungen. Und das reicht mir jetzt auch so, würde ich mal sagen. So, dann noch eben hier gucken. Die kaufen und wieder verkaufen. Das ist immer eine gute Taktik. Und wir haben jetzt auch schon wieder bald 10 Minuten geschafft. Also, ja, die Videos werden im Durchschnitt zwar nicht mehr so lang, wie sie mal waren, aber schlimm ist das nicht. Oh, Wer lässt sowas immer in mein Zeug? Kaufen. Sowas kann ich gar nicht sehen. Ne? Kommt mir schon das Kotzen. Auch meine Sammelalben sind auch überall so kacke. Ich habe auch irgendwie keinen Bock, die zu pushen.
Ich finde auch nicht so die Zeit dafür. Oh mein Gott, nee, questen kann ich jetzt gar nicht. Ich muss hier Magic Pac-Man angreifen. Und besiegt. Zumindest mal eine gute Nachricht hier. So, mal gucken, wer denn hier ist nicht so dran. Du beim Rotlicht so gewusst, hapert es immer. Gucken, ob wir hier. Ne, will auch nicht. Noch eine Quest rein. Und dann. Worstet. So. Dann haben wir alles gemacht. Die Quest hier geht gleich zu Ende. Aber das ist auch egal, denn jetzt damit verabschiede ich mich. Es ist jetzt genau 16 Uhr, wo eigentlich das Video schon online sein sollte. Kommt, wie gesagt, etwas später. Nochmal Entschuldigung dafür, aber. Ja, wie gesagt, ich habe irgendwie verpennt. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal bei Shakes and Fidget wieder oder bei was auch immer. Das war Beruf mit der Uni. Haut rein.